Wer richtig urteilen will, muss sich von der Gewohnheit des Glaubens freimachen, muss zunächst Behauptung und Gegenbehauptung für gleichermaßen möglich gelten und vollständig jede Voreingenommenheit fahren lassen, die ihm vom Mutterleibe an eingeimpft worden ist. Dieser Leitsatz von Giordano Bruno beschreibt nicht nur die Lebensweisheit eines Freigeistes, sondern bescherte ihm auch ein tragisches Ende auf dem Scheiterhaufen. Schauen wir uns etwas näher an, wer diese faszinierende Persönlichkeit aus der Renaissance war. Mit seinen bahnbrechenden Gedanken über das Sonnensystem war er Jahrhunderte voraus. Seine Ideen entstammten philosophischer Natur anhand von früheren Entdeckungen des Kopernikus. Der bekanntere Galileo Galilei erbrachte mit Hilfe der Mathematik die Beweise. Der kleine Filippo Bruno wurde im Jahr 1548 in der Nähe von Neapel geboren. Seine Eltern ermöglichten ihrem hochintelligenten 11-jährigen Sohn ein Studium in Neapel. Neben Grammatik, Rhetorik und Logik standen auch Arithmetik, Geometrie und Astronomie auf dem Lehrplan. Er entwickelte eine intellektuelle Neugier und damit verbunden eine außergewöhnliche Begabung für das Lernen. Mit 17 Jahren trat er in den Dominikanerorden ein und erhielt den Namen Giordano. Die strenge Disziplin im Kloster förderte seine Studien. Er vertiefte sein Verständnis für Philosophie, Literatur und Theologie. Wahre Philosophie öffnet den Sinn, befriedigt das Gemüt, erweitert den Gesichtskreis des Verstandes und führt den Menschen zu wahrer Glückseligkeit. Die ersten Konflikte mit der katholischen Kirche bahnten sich bereits an. Seine großen Vorbilder, griechische Philosophen, römische Vordenker und Wissenschaftler, veranlassten ihn zu kritischen Fragestellungen. Seine Gedanken standen häufig im Widerspruch zu den Prinzipien des christlichen Glaubens. Die Seele ist nicht räumlich im Körper, Körper ist vielmehr in der Seele. Einheit und Wahrheit sind das Gleiche. Anfangs wurden diese noch als jugendliche Verirrung abgetan. Nach Abschluss seines Studiums konnte der Bruch mit der Kirche nicht mehr aufgehalten werden. Mit 28 Jahren flüchtete er aus dem Kloster. Ihm kam zu Ohren, dass man ihn mit 130 Anklagepunkten der Inquisition überführen wollte. Die nächsten 16 Jahre führten ihn durch halb Europa, nach Italien, Frankreich, England, Deutschland und in die Schweiz. Giordano war zwar ein hochintelligenter, aber auch sehr schwieriger Zeitgenosse. Im satirischen und auch teilweise beleidigenden Stil kritisierte er die Arroganz einiger akademischer Kollegen. Freunde machte er sich so kaum in der gelehrten Welt. Kontrovers diskutiert wurden seine revolutionären Gedanken über die Unendlichkeit des Universums und ein Sonnensystem mit vielen Welten. Wie bereits Kopernikus verfolgte auch er die These, dass die Erde um die Sonne kreist. Nur ein ganz Törichter kann die Ansicht haben, im unendlichen Raum, auf den zahllosen Riesenwelten, gäbe es nichts anderes als das Licht, das wir auf ihnen wahrnehmen. Es ist geradezu albern anzunehmen, es gäbe keine anderen Lebewesen, keine anderen Denkvermögen und keine anderen Sinne als die uns bekannten. Im Alter von 43 Jahren erhielt er aus Venedig eine Einladung von Giovanni Mocenigo, einem adligen niederen Standes. Dieser wollte in Gedächtniskunst unterrichtet werden. Giordano unterschätzte das Erinnerungsvermögen der Kirche und nahm die Einladung an. Es kam, wie es kommen musste. Monate später überwarf er sich mit seinem Auftraggeber. Dieser denunzierte ihn bei der Inquisition. Am 24. Mai 1592 wurde Giordano verhaftet und nach Rom überstellt. Im folgenden Prozess versuchte man ihn unter schwerster Folter einen Widerruf zu entlocken. Nur, was hätte Giordano Bruno widerrufen können? Seine Philosophie war, dass die Kosmologie, die Religionstheorie, die Theologie und Mathematik miteinander verknüpft sind. Sein Leidensweg endete nach 8 langen Jahren mit dem Todesurteil. Vielleicht mit größerer Furcht verhängt ihr es über mich, als ich es empfange. Am 17. Juni 1600 wurde Giordano auf dem Scheiterhaufen in Rom bei lebendigem Leib verbrannt. Eine römische Zeitung fand 2 Tage später weniger freundliche Worte für Giordano. Am Donnerstagmorgen
wurde auf dem Campo dei Fiori jener verbrecherische Dominikanermönch aus Nola lebendig verbrannt, von dem wir in einem der letzten Blätter berichteten. Ein sehr hartnäckiger Ketzer, der nach seiner Laune verschiedene Dogmen gegen unseren Glauben ersonnen hatte, und zwar insbesondere gegen die heilige Jungfrau und die Heiligen. Dieser Bösewicht wollte in seiner Verstocktheit dafür sterben, und er sagte, er sterbe als Märtyrer und sterbe gern, und seine Seele werde aus den Flammen zum Paradies emporschweben. Aber jetzt wird er ja erfahren, ob er die Wahrheit gesagt hat. Glücklicherweise ist es der Kirche nicht gelungen, das Andenken Giordanos für immer zu verdammen. Im Jahr 2000 hatte der Vatikan ein Einsehen und erklärte die Hinrichtung für Unrecht. 4 Jahre später wurde die Giordano-Bruno-Stiftung in Deutschland gegründet. In ihrem Webauftritt findet man folgende Worte: All diese Gründe führten zu der Entscheidung, die Stiftung nach Giordano Bruno, dem großen tragischen Held der Wissenschafts- und Emanzipationsgeschichte, zu benennen. Schließlich setzt kritische Forschung nicht nur kluge Köpfe voraus, sondern auch die Fähigkeit zum aufrechten Gang.